Moin, meine lieben Freunde, wir sind wieder einmal unterwegs mit Bero on Tour. Diesmal das Finale am heutigen Samstagabend. Hashtag Support Your Local. Damit wollen wir ein Zeichen setzen in unserer schönen Stadt und natürlich mit unserem Format. Wir wollen den Dienstleistern, Unternehmern, Startupern sagen, wir sind an eurer Seite und möchten natürlich alle Hamburger da draußen sensibilisieren, wenn ihr vor Ort was kaufen, erwerben möchtet, tut es, unterstützt die lokalen Anbieter. Deswegen sind wir gerne unterwegs. Diesmal besuchen wir Luxuria hier auf der Rathausstraße Nummer 12. Schau mal hinter die Kulissen und gucken mal, was Luxuria für einen tollen Service anbietet. Wir gehen schon mal rein und ihr folgt mir. So, meine lieben Freunde, wir sind nun in Luxuria angekommen. Genauer gesagt, ich behaupte, es ist wirklich eines der tollsten Einrichtungen mitten in der Stadt, in Hamburg. Ich freue mich auf Kemal Übeyli. Er ist einer der Geschäftsführer und einer der Inhaber neben Mustafa Cihan. Und wenn man den Namen Luxuria hört, ahnt man möglicherweise schon was, in welche Richtung es hier mit eurem Unternehmen geht, lieber Kemal. Aber unseren Zuschauern, die vielleicht das Luxuria noch nicht kennen, kannst du gerne mal erklären, was genau ist das Luxuria eigentlich? Herzlich willkommen, Bedo, bei Luxuria. Ja, wie du schon erahnt hast, Luxuria steht unter anderem für Luxusuhren. Luxuria ist jetzt nicht der klassische Juwelier, wie man den so kennt, wo man bestimmte Marken nur bekommt. Bei uns geht es um traditionelle Marken. Bei uns geht es um Luxusuhren mit Geschichte. Das bedeutet, Anfang des 20. Jahrhunderts kann das anfangen, bis heute ganz aktuelle Modelle. Dadurch haben wir auch vom Kundenstamm her alles dabei. Also der Neueinsteiger findet genauso eine Uhr wie jemand, der in den 70er Jahren mal vielleicht eine Uhr gesehen, aber damals sich vielleicht nicht leisten konnte, kann sich genau diese Uhr dann kaufen, beziehungsweise auch von seinem Geburtsjahr eine Uhr kaufen. Und das ist die Uhrenliebhaberei, die wir selbst erfahren haben und die wir auch den Kunden dann so weitergeben. Vielen Dank bis hierher. Die wichtigste Frage, deswegen sind wir auch unterwegs, besuchen die Unternehmer vor Ort, weil wir mit Hashtag Support Your Local unsere Unternehmer vor Ort unterstützen wollen. Wie weit hat Corona euer Leben und diesen Wirtschaftszweig eigentlich beeinflusst? Ja, die Einschnitte waren schon immens, dadurch, dass wir unser Geschäft über Wochen schließen mussten. Wir haben natürlich als Luxuria bereits vor 20 Jahren fast auch mit dem Online-Verkauf angefangen. Und dieser Online-Verkauf ist natürlich noch weitergegangen. Unsere Stammkunden, alle Kunden, die uns kannten, haben uns übers Telefon oder auch halt über unsere Webseite mit ihren Käufen unterstützt. Aber unser Geschäft lebt natürlich durch Freundschaft, durch Zusammensitzen, auch mal gelassen sein und einfach auch mal eine Tasse Kaffee trinken. Es geht eigentlich nicht immer nur um den Kauf, sondern auch einmal zusammenkommen, etwas verkaufen oder kaufen. Und das hat uns natürlich gefehlt und unseren Kunden auch. Ja, wir sind wieder froh, dass wir geöffnet haben und die Kunden haben das jetzt mitbekommen und die kommen dann entsprechend dann auch. Auch ihr müsst euch als Unternehmer natürlich auf diese schwierige Phase einstellen. Gibt es schon Ideen, wie es mit und beziehungsweise nach Corona weitergehen soll? Stellt ihr irgendwie euer Konzept vielleicht um oder müsst ihr es umstellen? Also der größte Einschnitt wird jetzt sein, das mit der Maskenpflicht. Also man hat ja einmal diese Abstandsregel, die ist eigentlich ohne Probleme ja umsetzbar. Aber das mit der Maskenpflicht, dadurch geht natürlich ganz viel Gefühl bei der ganzen Sache verloren. Die Mimik ist dann einfach nicht mehr da. Aber wir hoffen natürlich, dass das dann schnell überstanden ist. Dass wir unser Konzept komplett überdenken müssen, glaube ich nicht. Also wir halten halt alle Regeln ein, wir bieten den Kunden Desinfektionsmöglichkeiten, wir bitten alle dementsprechend dann auch die Maske zu tragen.
Lieber Kemal, vielen Dank. Es war auf jeden Fall mit viel Leidenschaft und mit viel Passion. Ja, man hört das ja bei euch immer raus. Man macht es aus Überzeugung. Eigentlich würde man immer sagen 100% Überzeugung. Bei euch ist es wahrscheinlich sogar mehr, 110%. Vielleicht sollten wir unseren Zuschauern mal das Prozedere ein bisschen näher und expliziter erklären. Ankauf ist möglich und Uhren nach bestimmten Jahren ist auch möglich. Wie funktionieren diese beiden Spielfelder eigentlich? Also Ankauf ist natürlich möglich. Wir sind auch dann immer gespannt, was für Uhren uns erwarten. Wir sind halt Uhrenliebhaber auch. Wir bewerten gerne die Uhren, die uns angeboten werden, kostenfrei. Also das kostet den Kunden an sich nichts, außer ein bisschen Zeit und dabei kann er noch Kaffee oder Tee trinken. Und was andere Kunden wiederum machen, wenn wir die Uhr, die gewünscht ist, nicht da haben, aus einem bestimmten Jahr, aus dem Geburtsjahr von sich selbst oder von den Kindern oder von der Dame des Hauses, dann nehmen wir das gerne auch bei uns in die Interessentenkartei auf. Dann rufen wir den Kunden an, sobald wir etwas Passendes für sein Gesuch dann haben. Vielen Dank, lieber Kemal. Passion, Leidenschaft und Überzeugung gibt es auf jeden Fall hier bei Luxuria auf der Rathausstraße Nummer 12. Instagram, Social Media natürlich auch oder auch die Website. Besucht gerne die Unternehmer vor Ort, in diesem Falle Luxuria in unmittelbarer Nähe des Hamburger Rathaus. Wenn ihr schon mal ein Rathaus besucht habt, kommt vorbei. Also Kaffee, Tee gibt es hier auch und kostenlose Beratung. Hashtag Support Your Local. Wir sind weiterhin unterwegs für unsere Unternehmer und wollen ein Zeichen setzen in dieser schönen Stadt und sagen, wir sind an eurer Seite. Das war's für heute Abend. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.